Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zurück bei Raphael Bonelli in Wien. Wir reden über Schuld, über sein neues Buch Selber Schuld. Wie gehe ich, wie gehen wir mit der Schuld um, mit unserer persönlichen Schuld? Herr Bonelli, wir wollen jetzt sprechen über die Ursachen der Makellosigkeit. Da gibt es mehrere. Ja, also warum glaubt ein Patient, dass er fehlerlos sein muss? Das ist eigentlich die große Frage. Die klassische Situation, wo ich das erlebe, ist, es kommt ein Mann herein. Sagen wir mal ein Mann, es könnte auch eine Frau sein, aber ich erzähle es lieber mit einem Mann, weil sonst wirklich noch frauenfeindlich. Ne? Da kommt ein Mann hinein und sagt, ich habe eine schreckliche Frau. Dann sage ich natürlich voll Empathie, sie armer, was ist los? Und dann fängt er an zu käppeln und schrecklich zu schimpfen über seine Frau, dass sie seelisch grausam ist und ihn nie anschaut und überhaupt im Bett läuft auch nichts und sie macht ihn überall schlecht und sie liebt ihn nicht. Aber er ist makellos, ja? Ja, so weit sind wir noch nicht. Mhm. Aber er ist der Ärmste. Ah, ja. Ja, und er braucht ganz viel Mitleid vom Therapeuten. Gut, und das geht dann über die ganze Stunde. Am Ende der Stunde sage ich, okay, bin nicht zu Wort gekommen, machen wir die nächste Stunde weiter. Und in der nächsten Stunde geht es genau weiter. Nach 3 Stunden sage ich dann, Herr Makellos, Sie sind wirklich so arm, können Sie mir vielleicht jetzt einmal, also jetzt haben Sie mir erzählt, was Ihre Frau alles so sagt und macht, und können Sie mir doch einmal sagen, ob es irgendeine positive Seite an Ihrer Frau gibt? Und dann ist das erste Mal Schweigen im Wald. Und dann merke ich, aha, setze ich nach, sage, ja, aber Sie haben diese Frau ja geheiratet. Ich meine, freiwillig. Irgendwie. Sagte, ja, die hat das alles vorgetäuscht und das war alles anders und wieder bla 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 bla. Ich sage, ja, aber irgendwelche positive, gibt es irgendeine positive Eigenschaft? Und manche sind dann sehr findig und sagen dann, naja, ab und zu geht sie einkaufen oder sowas. Nicht, dass irgendwas belanglos ist. Aber viele sagen einfach, also fällt mir einfach nichts ein. Und das ist irgendwie schon sehr skurril, aber es ist ganz typisch für jemanden, der eingeengt ist und fixiert auf die negativen Eigenschaften seines Ehepartners und nichts Positives mehr wahrnehmen kann. Lassen Sie mich raten, und wenn Sie ihn fragen, ob an ihm was Negatives zu sehen ist, gibt es auch Schweigen, oder? Na, Moment. Dann sage ich als nächstes, na gut, zäumen wir das Pferd anders auf und sagen wir, Sie haben einen schrecklichen Konflikt, fürchterlich, und Ihre Frau hat sich also scheinbar total, so wie Sie es erzählen, total daneben benommen. Und was ist Ihr Anteil an diesem Konflikt? Was ist Ihr Anteil? Zum Streiten können zwei, sage ich dann manchmal, was ist Ihr Anteil? Und dann kommt meistens eine Aggression. Sage, ja, glauben Sie vielleicht, ich bin selber schuld? Mhm. Selber schuld? Mhm. Und ne, darauf sind wir haben schon, Sie jetzt Copyright. Ne, das ist klar, also alle müssen einen Cent zahlen, die das in Zukunft klar sagen, aber das erst, wenn das Buch heraus ist. Glauben Sie vielleicht, ich bin selber schuld? Ich meine, diese Frage werde ich wahrscheinlich nicht mehr so häufig hören, wenn ich das Buch da stehen habe. Ja, jedenfalls sage ich dann, natürlich rudere ich zurück und sage, nein, so war das nicht gemeint. Aber faszinierend ist die Aggression. Mhm. Meine Frage war nicht, haben Sie sich überlegt, selber schuld zu sein? Sondern meine Frage war, was ist Ihr Anteil? Haben Sie einen Anteil an diesem Konflikt? Zum Streiten gehören zwei. Was ist Ihr Anteil an diesem Konflikt? Oder haben Sie einen Anteil? Und die Aggression lautet, glauben Sie, ich bin selber schuld. Das heißt, ich sage, könnte es nicht sein, dass Ihre Frau nicht hundertprozentig schuld hat, sondern nur 90 und Sie 10%. Und die sagen Sie, wie kommen Sie auf die Idee, dass ich 100% habe und meine Frau 0? Verstehen Sie das? Also oft wird dann dem Therapeuten, aber in der Kommunikation mit der Frau, dann natürlich der Frau, das Wort im Mund umgedreht. Mhm. Und das passiert unbewusst. Ja. Aus einer massiven Aggression heraus, die nämlich Schuld abwehrt. Also hier haben wir Schuld als ein Schmerz und die Aggression als Abwehr. Dann sage ich, ja, aber kann ich jetzt zusammenfassen, dass Sie nie etwas falsch gemacht haben? Nie. In 20 Ehejahren. Nie was falsch gemacht. Also Sie haben keine Fehler, sage ich dann so. Ich meine, schon, das ist dann schon. Mhm. Und dann kommt normalerweise die Antwort, natürlich habe ich Fehler, weil jeder Mensch hat Fehler. Das höre ich immer. Das ist aber noch allgemein. Das stört die Leute noch nicht. Nur die Dümmsten sagen, nein, ich habe keine Fehler. Nicht? Aber dann sage ich, dann sage ich, okay,
dann könnten wir uns vielleicht ganz kurz diesen klitzekleinen Fehlern zuwenden, die sie haben, nur ganz kurz, nur mal schauen, wie es dann ausschaut, ne? Also in diesem Gleichgewicht. Und dann, jetzt stehen die in der Ecke, weil sie haben zugegeben, jeder Mensch hat Fehler und sie haben auch Fehler und ich möchte jetzt genau diese Fehler wissen, die sie auch haben. Sie sehen sie aber nicht. Dann Schweißperlen auf der Stirn, nervöses Fuchteln und Nesteln mit den Händen irgendwo. Und dann meistens ein erhellendes Lächeln und die Pupillen weiten sich und dann sagen sie mit Pathos, ich habe schon einen Fehler. Ich war viel zu gutmütig und habe mir zu viel gefallen lassen. Unglaublich. Und dann weiß ich habe wirklich einen schweren Fall vor mir. Und also das ist ein Mechanismus, der viele Ehekonflikte erklärt. Mhm. Dieses, wenn man sagt, okay, was ist dein Anteil, sofort in die Aggression zu gehen, also eine Selbstkritik nicht zuzulassen. Und was sind die Ursachen davon? Also wie erklärt sich so eine Psyche, wie kommt es zu so einer Psyche? Und da gibt es sehr viele Gründe, Narzissmus zum Beispiel. Nicht? Mhm. Der Narzisst baut von sich ein idealisiertes Selbst, also er idealisiert sich selbst und die Differenz zwischen der Realität und dem, was er von sich, das Idealbild, das er von sich gemacht hat, das ist sozusagen die Lücke, die Verletzlichkeit bedeutet. Das heißt, spricht man ihn auf diese Differenz an, also einer glaubt, er ist der schönste, gestylteste Mann überhaupt und dann sagt man, du hast ja schon einen Bierbauch, nicht? Dann flippen sie völlig aus. Nicht? Mhm. Der Narzisst ist leicht kränkbar. Mhm. Und kränkbar ist er genau dort, wo er sozusagen ein überzogenes Selbstbild hat. Also Ichhaftigkeit und Hochsensibilität kommen da zusammen. Das ist eigentlich der Narzissmus. Mhm. Der Ichhafte ist einer, der alles auf sich bezieht. Das ist was Verwandtes, aber es ist nicht dasselbe wie Narzissmus. Mhm. Ja, der Ichhafte, das ist ein Begriff von Fritz Künkel, der Ichhafte sieht zum Beispiel, das ist ein Beispiel von Fritz Künkel, sieht, dass eine Frau über die Straße gehen muss. Ja, und hilft dir über die Straße und während der sachliche Mensch, der normale Mensch sagt, okay, die Frau musste über die Straße, ich war halt zufällig da, habe ich über die Straße geführt und die Frau ist jetzt über der Straße und das passt, ich gehe weiter, sagt der Ichhafte, ich habe geholfen. Hoffentlich hat man mich gesehen und was hätte diese Frau ohne mir gemacht und dann jetzt, ne? Also das heißt, die Tat verblasst vor dem Hintergrund des großen Ichs, das ist ichhaft. Also das heißt, man kann die größten und schönsten Taten machen, also helfen zum Beispiel, aus ichhaften Motiven. Diese Ichhaftigkeit ist eine große Gefangenschaft, nicht? Weil in der Ichhaftigkeit versteckt, hat der eigene Fehler keinen Platz mehr. Das ist verwandt zum Narzissmus, aber anders. Verwandt zum Narzissmus, aber es ist neurotischer. Ja, das ist also jetzt eine Differenzierung. Der Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, also es ist was sehr Grundlegendes. Der Narzissmus ist was Neurotisches, was Angelerntes. Sozusagen, wobei dann eigentlich früher auch angelernt der Narzissmus ist. Nicht? Also das sind Mechanismen, die den Menschen fehlerfrei machen, also innerlich, subjektiv, nicht? Wo ein Fehler nicht mehr zugelassen kann. Aber das Schlimmste ist der Perfektionismus, das ist wieder ein neurotischer Mechanismus. Perfektionismus heißt, dass man die Differenz zwischen dem Ideal und dem Ist nicht aushält. Das heißt, also selber dran leidet, oder was? Genau, also wir haben die 10 Gebote und wir bleiben alle unter den 10 Geboten. Ich zumindest, ja, immer wieder. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir genauso, ja. Echt? Ich gehe regelmäßig beichten. Ja. Okay, gesund. Ja. Aber diese Differenz, das ist die normale Differenz. Nicht? Einer sagt, ja, ich sollte das und das sollte ich eigentlich und so weiter. Nicht? Der Perfektionist haltet das nicht aus, weil er muss perfekt sein. Ja. Dann hat er 2 Möglichkeiten. Entweder er schmälert das Ideal, ja, und sagt, 10 Gebote gelten nicht mehr, es gibt 7, das ist mehr als genug. Ja. Und wir ändern jetzt, also die alte, kranke Kirche muss sich den Zeiten anpassen, eigentlich müssen sie nicht den Zeiten anpassen, sondern meinem persönlichen Leben, damit ich mich nicht ändern brauche, aber gleichzeitig ich das Approval kriege von der Kirche, ich bin eh super. Ja. Aber was häufiger passiert, ist, dass man sich sozusagen hinaufschwindelt. Dass man sagt, im Grunde mache ich das alles. Ja? Das sind die Pharisäer. Ja? Mhm. Das ist dieser Mechanismus, ich halte alle 10 Gebote.
Und dort, wo ich sie nicht halte, dort schaue ich nicht hin. Das ist Perfektionismus. Wobei das große Leiden des Perfektionisten ist diese Differenz zwischen Sein und Soll. Und die Heilung des Perfektionisten ist, ihm klarzumachen, dass es okay ist, wenn er nicht immer im Soll ist. Also dieses Nicht-Aushalten, dass das Sein und das Soll eine Differenz ist, das ist gesund. Ja, das brauchen wir für eine Entwicklung. Wenn wir schon dort wären, dann können wir uns nicht weiterentwickeln. Wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir wissen, wo wir hin müssen. Also wir sind noch nicht dort, aber wir müssen dorthin. Das ist Entwicklungspotenzial. Während wenn wir schon dort sind, dann können wir es nicht weiterentwickeln. Und das missversteht der Perfektionist. Deswegen kann er seine eigene Fehlerhaftigkeit nicht zugestehen. Und deswegen ist er so ein schlechter Ehepartner zum Beispiel. Und deswegen ist er so beziehungsgestört. Das Nicht-Aushalten der eigenen Fehler, das macht ihn zum unangenehmen Zeitgenossen. Weil er dann auch nicht in der Realität wirklich lebt, die es gibt. Genau, weil er die eigentliche Realität leugnet. Nicht? Also das ist sogar Friedrich Nietzsche hat das sehr lustig auf den Punkt gebracht. Er sagt, das habe ich getan, sagt das Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt der Stolz, bis das Gedächtnis nachgibt. Mhm. Das ist echt schön. Also das sagt, besagt genau das, das kann ich nicht getan haben. Mhm. Dieses nicht aushalten können, das kann ich doch nicht getan haben und manipuliert sogar das Gedächtnis. Und das kann passieren, dass sich Leute einfach nicht erinnern an ihre eigene Tat oder es umdichten. Nicht? Oftmals in Konflikten, also oftmals sehe ich in Ehekonflikten, dass er und sie die Geschichte ganz anders darstellen. Und das ist nicht gesund, was Sie da gerade beschreiben. Das ist nicht gesund, weil die Beziehung leidet. Zu den Ursachen der Makellosigkeit zählen Sie auch Selbstbetrug und Lebenslügen. Selbstbetrug und Lebenslügen. Also der Selbstbetrug ist eben etwas, was genau daraus kommt. Nicht? Also daraus, dass man sich selbst in die eigene Tasche lügt. Nicht? Also die meisten Lügner beginnen damit, sich selbst zu belügen. Deswegen sind sie so glaubwürdig, weil sie sich das selber glauben. Und also ich habe ein paar notorische Lügner schon gehabt. Die sind natürlich nicht gekommen, weil sie notorische Lügen haben, sondern wegen massiven Konflikten. Mhm. Aber wir sind dann draufgekommen im Laufe der Zeit, dass sie eigentlich das Problem haben, notorische Lügner zu sein. Und die Ursache davon war, dass sie begonnen haben, sich selbst was vorzumachen. Und das hat sehr viel mit dieser Perfektionismusfalle zu tun. Ja? Dass ich die Wirklichkeit umdeuten muss und es nicht aushalte, dass es anders ist. Und dann beginne ich tatsächlich eine Situation zu kreieren in meiner eigenen Umgebung, die nicht mehr der Realität entspricht. Und dann beginne ich zu lügen und dann lüge ich den an und den anderen. Also ich habe jetzt im Kopf eine notorische Lügnerin, die ich sehr mag, die gekommen ist mit massiven Konflikten, mit allen eigentlich, und die dann ein beleidigendes E-Mail von ihrem Bruder bekommen hat, du bist eine notorische Lügnerin. Und sie sagt, mit dem rede ich nie mehr wieder. Und die Frau fühlte und die Frau, sich besser. Die oder? Frau fühlte sich, naja, zuerst einmal war sie sehr betroffen. Und dann haben wir therapeutisch begonnen zu arbeiten und sie hat es dann ihren drei besten Freundinnen gesagt, Leute, ich lüge. Und die drei Freundinnen haben alle gesagt, endlich sagst du es, wir wissen das schon lange. Also wir wussten alle, ja, wir wissen das schon lange, aber schön, dass du es uns endlich sagst. Und nach ein paar Wochen kommt die, nach ein paar Wochen Therapie kommt sie und sagt, ich fühle mich so leicht wie noch nie, ich muss mich nicht anstrengen, ich muss mir nicht überlegen, was habe ich dem erzählt oder dem, weil die Leute reden ja untereinander und müssen die Konstruktionen immer stimmen. Ich sage einfach die Wahrheit. Wie schön ist das? Nicht? Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nicht lügen. Es ist so anstrengend. Es tut nicht gut, es macht krank. Vielen Dank, Raphael Bonelli, für diesen Einblick. Wir sprechen weiter mit Raphael Bonelli und dann geht es um die Frage, um das Thema, einer muss ja schuld sein, Opferkult und Fremdbeschuldigung. Schalten Sie dann auch wieder ein, es lohnt sich. Wir lernen viel über uns und wie wir damit umgehen können. Ihnen allen eine gute Zeit.